Hallo meine Damen und Herren, willkommen im Tower. Wir haben das letzte Mal die öffentlichen Dienste angeschaut und heute kommt ein Highlight, das Kino. Das Kino ist eigentlich Rosalies Werk. Ich war einfach der Leidtragende, der nachher die Technik umsetzen musste. So, wir haben Glück, es ist Nacht, das Kino hat geöffnet. Wir betreten es, wir sehen gleich, hier ist der Schalter, wo wir die einzelnen Kinofilme lösen können. Und hier hinten hat es noch einen kleinen Kiosk, wo wir Äpfel und Süßbeeren bekommen. Wir haben keine Talerstücke. Wir müssen diese auch noch kurz stibitzen. Hä? Machen wir aber noch mal. So. Haben wir. Ich hätte gerne eine Süßbeere. Ein Stück bereit machen. Lecker. Gut. Wir haben zwei Kinosäle und wir haben zwei Filme zur Auswahl. Hier im Kinosaal 2 läuft Das Leben der Pandas und im Kinosaal 1 läuft Wall-E. Ich glaube, wir lösen gleich beide Filme. Wir brauchen für den größeren Film 6 Talerstücke. Zahlen wir die mal. 3, 4, 5, 6. Und dauert einen Moment, bis der kommt. Ah, hab ihn gehalten. Und wir haben für das kleine Kino brauchen wir 4 Talerstücke. 1, 2, 3, 4. Und haben wir. Yes, Kino 1 und Kino 2. Dieser Automat ist ganz einfach gelöst, wieder mit den Büchern. Hier wird durch die Stärke des Buchsignals erkannt, wie viel das man zahlen muss. Und bei jedem Mal, wenn man ein Stück einwirft, wird dieses Signal, also dieser Kondensator hier, um eine Stärke reduziert. Und wenn er bei 0 angekommen ist, wird es getriggert und wir bekommen hier über diese Fackel hier eine Kinokarte für den Eintritt. Hier sind sie gespeichert. Dasselbe ist, also das ganze System ist einfach gespiegelt, einmal für links und einmal für rechts. Sehr kompakt gehalten, sehr platzsparend. Für zwei Automaten, wo man den Preis eingeben kann, ist es recht klein. Hier dieser Knopf ist für den Reset. Wenn man den Preis anpasst, dann kann man das ganze System einmal resetten manuell. So. Hier können wir unsere Kinokarte einlösen, da können wir durchgehen und dann wird natürlich unsere Kinokarte gelesen, erkannt und wieder in das Magazin gegeben für die nächsten Besucher. So, wir schauen uns mal den kleinen Film an. Das Leben der Pandas, im Kino 2 ist er. Wir können durch, gehen hoch, können wir hier ins Kino 2 eintreten. Klassisch, zwei Türen, wie in jedem Kino. Eine weiße Leinwand und wenn wir hier drücken, wird der Film abgespielt. Hallo Pandas. Am Anfang, als die Pandas noch klein waren, war es viel herziger. Jetzt sind halt die Pandas groß. Hier in der Technik hier ist sehr simpel gehalten. Wir haben hier einfach zwei Strukturblöcke. Der eine, wenn man den Film startet, macht die Wand durchlässig, also das heißt mit den Barriereblöcken, nicht einfach nur Luft, sonst würden die Pandas ausbrechen. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, hier durch diesen Kondensator hier drüben, dann wird die Leinwand wieder weiß. Einfach mit weißem Beton, weil das eine saubere Fläche gibt. So. Und jetzt sehen wir noch uns den großen Film an. Am besten zuerst den Film und dann die Technik. Wir können hier nach draußen gehen und jetzt können wir den zweiten Film anschauen. Unser Eintritt. Wir gehen hier hoch. Hier ist der Projektorraum. Nichts Spezielles, einfach eine Projektionsmaschine. Ja, sieht gut aus. Passt. Und hier ist der große Kinosaal. Wir schließen gleich die Türen hinter uns.
Wir haben hier den Knopf für den Filmstart. Wir drücken den mal und setzen uns auf einen Platz und genießen kurz den Film. So, das war der Film. Danke fürs Zuschauen. Jetzt schauen wir noch kurz in die Technik. So. Hier hinter der Leinwand, jetzt liegen halt all die Items rum, die wir erzeugt haben, aber nicht zerstört wurden durch die Strukturblöcke. Ich zeige euch kurz die Technik. Dieser Knopf startet den Film. Und dieses Signal geht hier vorne hin. In diesem Kondensator bereitet es auf und hier wird der große Kondensator geladen. Dieser ist verantwortlich dafür, dass die Leinwand in dieser Zeit nicht weiß ist, sondern mit Barriereblöcke durchlässig. Durch den Startimpuls, der ein bisschen verzögert wird, hier sind die zwei Strukturblöcke für die Leinwand, wird das Licht ausgeschalten, dass der Raum dunkel wird. Wäre langweilig im hellen Licht. Und das Signal geht hier vorne rein in dieses Abteil. Entschuldigung. Ich habe die Strukturblöcke hier hingepackt. Jeder einzelne Block ist ein Frame, wo. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da reinschauen kann. Ja, geht. Das wäre das Bild 72. Das wäre Bild 61. Das wäre Bild 1. Und so weiter. Also hier kommt ein Impulssignal hier rein und löst immer mit der Verzögerung von den vier Redstone-Ticks einen anderen Block aus. So erzeugt man da ein Bild-für-Bild-Film. Jetzt ist so, es kam schon die Kritik, hey, du könntest ja auch die Strukturblöcke hier in diesem Bereich packen und dann werden sie immer überschrieben mit dem vorgesetzten Bild, so dass immer das nächste Bild geladen ist. Ja, kann man auch, dann würde man sich den ganzen Platz hier sparen, aber wenn ich ein einzelnes Frame bearbeiten will, dann ist das eben wieder die bessere Variante, weil ich kann jetzt einfach aus Jux und Tollerei dieses Frame hier laden und dann habe ich diese Szene hier. Und wenn ich merke, so, ich habe hier was zum Ändern, oder? Ich will nicht, dass die Arme oben sind, ich will, dass die Arme unten sind, oder? Das geschlossen natürlich. Kann ich das einzelne Bindel Nummer 47 neu speichern. Und dann ist es so geregelt, oder? Wenn man das natürlich verpackt in die Strukturblöcke, in den einzelnen Frames und die immer überschrieben werden, dann ist recht mühsam, um einzelne Bilder rauszupicken und diese zu bearbeiten. So ist es einfach einfacher. Vor allem dieser Film hat jetzt, glaube ich, 80 Frames. Muss man kurz schauen, wie viele. Das ist der letzte. 86 Bilder. Und bei 86 Bildern und dann ist zwischendrin eins komplett daneben und das will man bearbeiten, ist es recht mühsam, wenn die Blöcke nicht so separat dastehen. Die sollten auch nicht zu weit weg sein, wegen dem Range. Maximal 32 Blöcke. Sonst hat man Probleme mit der, mit dem Bereich, wo der Strukturblock arbeitet. Aber ich habe hier extra noch ein bisschen Platz freigeschaufelt für die ganze Geschichte hier.
So, das war das Kino. Wir können das Kino hier auf der oberen Etage verlassen. So, kommen wir raus. Immer eine Doppeltür, dass immer, wenn es der Film läuft, dass es auch schön dunkel bleibt drin. Und wir verlassen nun diese Etage. So. Ich glaube, wir packen gleich die Maisonette-Wohnungen noch hinten ran, weil die sind relativ einfach und nicht so kompliziert. Und dann können wir im nächsten Part dann den nächsten größeren Teil anschauen. Ich glaube, den Escape Room sparen wir uns noch auf. Vielleicht den Nachtclub. Aber machen wir mal die Maisonette-Wohnungen. So. In Tower, wir haben ja verschiedene Wohnungen. Die Maisonette-Wohnungen sind die kleinen Wohnungen. Wie der Namengebung schon sagt, sind die zwei Etagen groß. Wir haben hier draußen eine Anzeige, eine Werbetafel, oder? Hier steht, bei Interesse im 19. Stock kann man die Wohnungen kaufen. Gehen wir mal in den 19. Stock. Das geht relativ rassig. Mit dem Spectator-Mode. So, ups, schon zu weit. 20, 19. Hier haben wir die Towerverwaltung. Die ist natürlich erst geöffnet beim Tag. Müssen wir halt kurz Tag schalten. Jetzt dauert es wieder einen Moment, bis der Tageslichtsensor reagiert. So. Und wir können hier in Apartments kaufen, in diesem Bereich, hier die Maisonette-Wohnungen kaufen. Hier ist der Automat versteckt für die Maisonette-Wohnungen. Wir haben Maisonette-Wohnung 1 bis 9. Und eine kostet 10 mal 100 Taler. Gegenüber den Apartments ist das günstig. Wir können noch kurz den Automat anschauen. Ist ein, nicht gerade mein Glanzstück, aber es ist ein einfaches Zählwerk, das auf 10 zählen kann. Drin. Wir haben hier ein paar Bedingungen. Wir haben hier das Magazin mit den Maisonette-Wohnungsschlüssel. Und wir können diese auch wieder zurückgeben über diese Geschichte hier. Dumm ist nur, ist eben nicht mein Glanzstück. Also, wenn es dumm geht, kann man da auch andere Sachen einspendieren. Aber eigentlich gehört da ja nur der Schlüssel rein und nicht irgendwie etwas anderes. Wir nehmen kurz unseren Schlüssel. So. Und lassen wir den Automaten so stehen, wie er ist. Er funktioniert. Also, keine Sorge. Wenn Wohnungen frei sind, leuchtet die Lampe hier. Wenn alle Wohnungen verkauft sind, dann ist sie aus und dann kann man hier noch viele Taler reinschmeißen. Es gibt keine Wohnung mehr. So. Schließen wir die Türe. Und gehen wir wieder nach unten zu den Maisonette-Wohnungen. Wir haben es gleich. So, hier sind wir. Gut, wir schauen mal, welche Wohnung wir haben. Die Nummer 5. Die 6 steht für die Etage und die 8 für die Wohnung. Wir sind in der 6. Etage. 6, 5. Jede Wohnung hat eine Klingel. Und wir können sie natürlich auch betreten, wenn wir den richtigen Schlüssel haben. Die sind relativ schlicht eingerichtet. Eine Endertruhe für die Items. Wir haben hier einen Brautstand. Kleine Küche, Kühlschrank. Hier, um das Fleisch zu braten. Hier ein Ofen. Wir haben hier die Treppe, darum Maisonette, zweietagig. Zum Wohnbereich mit dem Schlafzimmer und einen Kleiderschrank, natürlich leer. Muss halt hier erstmal leben. Und eine Toilette. Eine Badewanne, besser als eine Dusche und Klopapier, sehr wichtig. Und das wäre schon alles von der Maisonette-Wohnung. Es hat aus Platzgründen, also Lichttechnik und so, lag halt nicht großartig drin. Ich meine, die Technik hier von der Tür nimmt schon sehr viel Platz ein. Und oben drüber hätte es eventuell noch Platz,
Ich meine, hier ist das ganze Escape Room Gedöns. Und für großartige Lichttechnik war hier drin leider nicht mehr Platz. So. Wir haben hier auf der Etage noch eine kleine Kapelle. Die Tower-Kapelle. Für den Prediger. Ein paar Sitzplätze. Keine Technik. Es hat ein Buch hier. Mit ein paar Psalmen von 37 Menschenkind. Also sehr empfehlenswert. Also nicht zu verpassen. Und auf der anderen Seite haben wir die Bibliothek. Die haben wir schon gesehen beim Erkunden des der Schnitzeljagd. Aber ich zeige sie euch nochmals kurz. So, einfach ohne den Spoiler. Hier ist einfach die Bibliothek, hat auch keine großartige Technik drin. Es hat einfach eine Menge Bücherregale, ein bisschen Aussicht, ein bisschen gestaltet. So mit den neuen Laternen, die gefallen mir sehr gut. Hier natürlich noch eine kleine Wendeltreppe, weil ich habe es extra eng und gehalten und verzwirbelt, weil in einer Bücherei ist es meistens eng und man muss sich da so durchwinden. Und es ist nicht eine Riesenhalle mit einem einzigen Büchergestell drin, sondern eine Bücherei ist vollgestopft mit Büchern, wie hier. So, ich denke, die Zeit haben wir jetzt gut genutzt, um diese Etage auch noch zu erkunden. Noch zu sagen ist, alle Maisonette-Wohnungen sind gleich eingerichtet. Copy-Paste, fast Copy-Paste, weil bei der einen oder anderen hat es noch eine Spezialsache drin wegen Platz. Aber im Grunde genommen sind die einfach durchkopiert, diese neuen Wohnungen. Wir haben hier auch einen Grünbereich, einen Baum. Wir haben diese zwei Wohnungen haben es eben wieder ein bisschen spezieller. Die haben einen Blick auf diesen Baum, aber keinen eigenen Zugang. Einfach, es ist nur ein optisches Feature in einem Hochhaus. Wir haben noch einen Baum in unserem Hochhaus. Also gibt es auch in Wirklichkeit. Sehr selten, aber es gibt. Hier, diese Wohnung ist im Ecken. Diese ist auch noch etwas spezieller, hat halt mehr Fenster. Also, wenn man eine dieser Wohnungen nimmt, dann würde ich diese bevorzugen. Halt wegen der Aussicht. Das wäre die Nummer 2. So. Verlassen wir diesen Bereich wieder und schauen uns kurz, was wir das nächste Mal anschauen. Wir haben jetzt die Maisonette-Wohnung, Bibliothek, Kirche und Kino heute gemacht. Ich glaube, wir machen das nächste Mal den Escape Room. Ihr könnt euch darauf freuen. Es ist ein Highlight. Ich werde natürlich euch brutal spoilern. Oder? Also, downloadet die Welt im Vorhinein, spielt den Escape Room, schaut, was ihr schafft und schaut im Nachhinein die Escape Room Folge. Weil es ist schade, ich meine, ich habe viel Zeit investiert in die Rätsel und wenn man sie einfach nachmacht, so wie ich es euch zeige, ist es halt nur halb so interessant, wie wenn ihr es selbst erlebt und selbst kniffelt und ausprobiert und überlegt und macht. Aber gut, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.